Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer Folge, zu der Aufgabe, an welchen Stellen x0 hat f von x die Steigung m. Gegeben ist f von x gleich 1 Viertel x Quadrat minus 2 und die Steigung m gleich 3. Steigung m kann man immer wissen, okay, man kann das entweder mit der Ableitung machen oder es steht vielleicht sogar in der Aufgabenstellung so wie hier, dass wir das auf jeden Fall mit dem Differentialquotienten rechnen müssen. Dann brauchen wir natürlich auch noch die Vokabeldifferentialquotient, heißt Limes h gegen 0. Da gibt es auch noch andere Varianten, auf die bin ich in einem vorhergehenden Video schon mal eingegangen. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal machen, weil man kann sich ja auch diese Vokabel einfach so merken. Ja, man muss nicht beide Vokabeln kennen. F von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h. Im nächsten Schritt setzen wir tatsächlich in diese Funktion an der Stelle von dem x das ein, was hier jeweils in den Klammern steht. Und füllen dann quasi diese Formel hier, den Differentialquotienten, mit dem tatsächlich, was hier als Funktion gegeben ist. Wichtig ist, dass hier hinten noch ist gleich 3 steht, denn, das ist das Besondere an dieser Aufgabe, wir haben ja die Steigung vorgegeben. Wir haben jetzt nicht eine Stelle x0, sowas gibt es ja auch, berechne die Steigung an der Stelle x0 gleich 2 zum Beispiel. Dann ist es was anderes. Dann setzen wir hier für x0 eine 2 ein. In diesem Fall setzen wir tatsächlich für das m hier eine 3 ein. Weil das in der Aufgabenstellung steht. Aber das setzen wir dann den Differentialquotienten gleich diese Steigung. Das ist wichtig dabei. Gut, dann wollen wir das mal machen. Dann kommt hier, folgt aus der Zeile Limes h gegen 0. Dann schreiben wir hier hin 1 Viertel mal x0 plus h in Klammern zum Quadrat minus 2 minus in Klammern 1 Viertel x0 Quadrat minus 2 geteilt durch h. Und jetzt will ich darauf nochmal eingehen. Ist gleich 3 logischerweise. Immer. Jetzt haben wir hier was Konkretes. Hier stand im Prinzip nur nochmal die Aufgabenstellung mit einer Formel. Dass wir da gesagt haben, okay, der Differentialquotient soll gleich 3 sein. Weil der Differentialquotient etwas ist, was die Steigung repräsentiert in einer Funktion. Dann haben wir eingesetzt und jetzt stehen wir uns dieser Aufgabe gegenüber und sagen, okay, warum setzen wir nicht eigentlich h gleich 0 ein? Da darf ich das machen, da kommt es gar nicht drauf. Ah, ich darf nicht durch 0 teilen, das ist natürlich Mist. Also muss ich jetzt mal gucken, wie ich aus diesem Term hier oben das h rauskriege, beziehungsweise ob ich das irgendwie so hinkriege, dass ich das h hinterher kürzen kann. Oder ob ich das irgendwie hier mit oben auf dem Zähler... Mal gucken. Erstmal sehe ich jedenfalls hier auch noch eine ganze Menge Zeug, was mich verwirren könnte. Ich habe hier Klammern hoch 2 und also ein Tüdelüt. Und das kann ich jetzt also alles mal minimieren. Indem ich hier oben sehe, okay, das ist eine binomische Formel und hier steht ein Minus vor einer Klammer. Da drehen sich nur die Vorzeichen um und hier muss ich ausrechnen. Also mache ich das mal. Limes h gegen 0 muss ich immer davor schreiben. Ein Viertel mal, so, x0 Quadrat ist ja das a Quadrat plus 2 mal a mal b, 2x0h plus h Quadrat, Klammer zu, minus 2 minus und hier drehen sich die Vorzeichen um, x0 Quadrat plus 2. Bruchstrich. H ist gleich 3, nicht vergessen. Hier können wir jetzt nochmal ausmultiplizieren. Ein Viertel mal x0 Quadrat ist ein Viertel x0 Quadrat. Ein Viertel mal 2x0h ist ein halb x0h. Ein Viertel mal h Quadrat ist plus ein Viertel h. Dann können wir hier auch diese Klammer löschen und können uns angucken, was wir tatsächlich alles hier wegstreichen können. Das passiert nämlich an der Stelle immer. Das ist jetzt klar, natürlich jetzt nicht so gedacht, wie man daran geht, wenn man das jetzt neu erfährt, sondern einfach schon ein bisschen, was man erwarten kann bei so einer Aufgabe. Und zwar, aber da komme ich gleich noch zu, das wird gleich noch weiter ausgeführt. Plus 2 minus 2 kann man hier sehen, fällt weg. Minus 1 Viertel x0 plus 1 Viertel x0 fällt weg. Und warum kann ich die so schnell sehen? Weil das sind alle Teile, die nichts mit h zu tun haben. Wenn da noch irgendwas stehen bleibt, was nichts mit h zu tun hat, dann sollte man hier nochmal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwo sich verrechnet hat. Gut, wenn wir uns das jetzt angucken, zack und zack, dann ziehen wir die ist gleich 3 hier mal ein bisschen näher ran. Dann können wir sehen, hier oben steht was mit h, hier was mit h Quadrat. Das Ganze ist eine Summe und zwar eine Produktsumme. Hier steht ja 1 halb mal x0 mal h, also Produkte. Und dann steht hier ein Plus und da steht noch ein Produkt, 1 Viertel mal h Quadrat, steht auch nochmal ein h drin. Jetzt klammern wir das h aus. Warum machen wir das? Weil wir es dann kürzen können. Im Moment steht hier ja eine Summe im Zähler und in der Summe zu kürzen irgendwie ist manchmal unübersichtlich. Deswegen ist es sinnvoll zu sagen, okay, sind alle Terme, die hier mit dem Plus verbunden sind, tatsächlich haben sie was mit h zu tun? Und welches h ist eigentlich das mit dem kleinsten Exponenten?
Das ist h hoch 1. Also schreiben wir h hoch 1 vor die Klammer. Und dann teilen wir jeden dieser Summanden durch dieses h, also durch den Faktor, den wir ausgeklammert haben. 1 halb x0 mal h durch h, kann ich hier nochmal hinschreiben, 1 halb x0 mal h durch h. Dabei können wir das h dann kürzen. Und das passiert hier, indem hier das h dann einfach verschwindet, wenn dieses h hoch 1 oder h vor der Klammer steht mit dem Mal. Das müssen wir natürlich hier drauf auch noch anwenden. Wenn wir hier h Quadrat gehabt hätten, ich mache das mal hier nochmal, mit dem Originalterm 1 Viertel h Quadrat geteilt durch h, dann ist das hier ja h mal h. Und dann können wir das einmal hier kürzen und stehen bleibt 1 Viertel h, so wie das hier auch passiert ist. Dann haben wir jetzt aus dieser Summe im Zähler haben wir ein Produkt gemacht. Und ein Produkt, bei dem der eine Faktor h heißt, genauso wie der Nenner. Und dann können wir das hier kürzen. Übrig bleibt eine Summe. Und bei dieser Summe ist es so, dass wenn wir ein Limes vor einer Summe stehen haben, dann können wir darauf einen Satz anwenden, dass wir nämlich sagen, dann bilden wir die Einzelgrenzwerte einmal von dem einen Summenteil und einmal von dem anderen Summenteil. Und jetzt können wir auch sehen, aha, jetzt kann ich das Ganze ja hier tatsächlich anwenden. Hier durfte ich ja immer h gegen 0 durfte ich nicht einsetzen, also das für h durfte ich nicht 0 einsetzen, weil dann hätten wir durch 0 geteilt. Hier haben wir jetzt aber gar keinen Nenner mehr ab diesem Zeitpunkt und deswegen können wir das dann in Einzelgrenzwerte auflösen und h gleich 0 einsetzen. Also h jetzt in diesem Moment tatsächlich volles Rohr gegen h gegen 0 streben lassen. Mal 0 ergibt sich hier und hier ist gar kein h mehr drin und deswegen können wir uns das ganz sparen. Jetzt haben wir tatsächlich h gleich 0 angewendet und deswegen fällt dann hier das Limes-Teil weg. 1 Viertel mal 0 ist 0 und jetzt steht da 1 halb x0 gleich 3. Müssen wir also durch 1 halb rechnen, was das gleiche ist wie mal 2 Einzel. Man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Und dann haben wir x0 ist gleich 6 als Ergebnis. Das haben wir auch rausgekriegt in der ersten Methode mit der Ableitung. Und in dem Sinne werde ich dann jetzt einfach mal das Schild ins Bild halten und sagen, das war's. Viel Spaß noch, tschüss und auf Wiedersehen.